Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Ingo. Ich mache den Gesang bei den Donuts. Es ist der ungefähr schlechteste Sommer aller Zeiten. Wir sind im vielleicht besten Studio aller Zeiten und testen hier für euch das vielleicht beste Spiel der Galaxis, Rocksmith. Die anderen zocken schon. Wir gehen einfach rein ins Studio und gucken uns das mal an. Gibt es eine Schulnote 8 bis 9? Also so 8 minus oder sowas? Dann würde ich sagen, wir haben 12 minus gemacht. Die anderen können das aber auf jeden Fall um Längen besser. Die haben das Ganze ja auch schon 18 Jahre das Holz in der Hand gehabt, die Hake, die Streitaxt of Death. Und dementsprechend sollten die das, glaube ich, erstmal besser versuchen. Dafür lag der Spaßfaktor bei uns mindestens bei 2, würde ich sagen. Genau. Wenn nicht sogar 1. Ja. Und die anderen, die sollen erstmal zeigen, was sie können. Rocksmith spielt mit einer echten Gitarre und mit einem echten Bass. Und wie großartig ist das denn bitte? Weil viel näher kannst du einem Instrument ja nicht kommen. Also was mir besonders positiv aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass selbst ich als erfahrener Musiker und Gitarrist total dabei lernen kann beim Spielen, weil ich Songs nachspiele, mitspiele, dabei merke, okay, wie gehen andere Musiker Songwriting an, welche Akkordfolgen nutzen die, wie bauen die einen Song auf. Man fängt ja auch so an und es steigert sich von Mal zu Mal. Das Spiel merkt selber, wenn du besser wirst und reagiert darauf sofort, also im Song noch. Also das ist total geil, ist eine super Idee. Ich hatte einen Gitarrenlehrer ich hatte zwei, erst einen für ein Jahr und dann anderthalb. Und das war halt schon manchmal sehr, sehr theoretisch und wirklich zäh. Und da, ich meine, wie geil wäre es gewesen, wenn ich das früher gehabt hätte. Einfach einstecken und Spaß haben. Ich hatte wirklich das Gefühl, als hätte ich was erreicht, als ich auf einmal nicht mehr nur in meinem Proberaum spielen musste in dem Spiel, sondern Vorband sein konnte, weil es eben darauf reagiert, wie gut oder schlecht du spielst. Also ich finde das super, dass es sehr vielfältig ist. Wie gesagt, man kann zusammen mit einem Kollegen zocken, man kann alleine zocken, zusammen mit dem Bass zocken. Also für mich natürlich perfekt, dass es das Bass-Feature jetzt auch gibt und macht wirklich absolut Spaß, wenn man einfach zusammen einen ganzen Song irgendwie zockt. Ich finde das ganz schön. Also eigentlich kenne ich das nur von der Bühne und unser Bassist, der spielt sich immer Mörder-Salat zusammen. Und hier ist ganz gut, da guckst du auf den Bildschirm und kannst dich an deinen eigenen Kram orientieren. Da hört man nicht so viele Fehler vom anderen, das ist gut. Du musst auf den Bildschirm gucken, das heißt, du guckst nicht die ganze Zeit nur auf den Griffbrett. Das ist ja immer der große Fehler und es ist sehr gut, um mit seinem Instrument irgendwie besser klarzukommen und so, dass man einfach sich davon löst. Ähnlich wie beim Tanzen, da soll man ja auch nicht mal auf die Füße gucken. Ne? Ich glaube, man könnte so weit gehen, dass es auch inspirierend ist, auf jeden Fall. Ja. Unbewusst nimmt man Dinge auf, total interessant und rein beim Hören wäre ich ja gar nicht drauf gekommen, aber wenn man das selber spielt und die Akkorde mitmacht und die einzelnen Parts spielt, fallen aber auf einmal wirklich interessante Sachen auf. Also ich habe mich echt über den Preis gewundert. Da kann man gar nicht drüber meckern. Also ich habe einfach alles am Start zu Hause, plus eben genau diese Möglichkeiten, verschiedene Verstärker anzutesten, was ja auch schon geil ist. Ich habe früher selber im Gitarrenladen gearbeitet und ich weiß, was eigentlich eine Gitarre in dem Segment halt wirklich wert ist. Alleine, was man bei Rocksmith dann dazu kriegt, nämlich Verstärkersimulationen, Effekte, im Prinzip eben auch diese ganzen Lehrvideos und Lehrspiele. Normalerweise geht man ja los, kauft sich irgendwie eine Gitarre oder man kauft sich ein Spiel. Was kostet ein Spiel heute im Laden? Irgendwie 60, 70 Euro oder sowas. Und wenn du dazu dann wirklich echt noch den kleinen Obolus mehr drauflegst und du kriegst halt wirklich echt eine super Gitarre dazu, wie großartig ist denn das bitte? Also ganz ehrlich, würde ich auf jeden Fall meinen Kindern schenken. Ich glaube, ich muss Kinder machen. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber es ist gut. Ich würde das Spiel auf jeden Fall Anfängern erstmal empfehlen, um reinzukommen. Ich glaube, dass Anfänger wahnsinnig schnell damit klarkommen werden und einfach wirklich denken oder merken, ich spiele gerade wirklich einfach Gitarre. Aber es ist nicht nur für Anfänger, weil es, also als Profi, wie gesagt, das Spiel merkt es sofort und das macht total Spaß und ist, glaube ich, auch eine gute Übung einfach.